Hallo, hallo. So, ich möchte mal so eine Clarity Card mal gestalten. Habe jetzt mit Versamark dieses hier aufgestempelt, diese Kristalle, Schneekristalle, ne? Kann man sehen. Ne? So. Und das ist so eine beschichtete Karte. Clarity Card heißt sie auch, ne? Ist von Clarity Stamp. Und damit kann man so schöne Effekte zaubern. Und das wollte ich mal ausprobieren. Die Karten habe ich schon länger her mal gekauft. Und dachte ich hole mal eine raus. Und zwar, glaube ich, muss erstmal das holen. So. Mit diesem Teil erstmal arbeiten. Ich möchte mal wischen, ne? So. Diese habe jetzt diesen Latte. Aber ich hoffe, die ist noch okay. So. Und dann nehme ich, wo habe ich das hier? So, habe ich diese Bürste und dann mal gucken, ob ich das jetzt schön so hinkriege, wie ich das möchte. Aus der Mitte nach außen wischen. Ne? Und je mehr man wischt, ne, so stärker kommt das vorgestempelte Motiv, was ich da gestempelt habe. Oh, jetzt muss ich mal gucken, wo ich da festhalten soll jetzt. Oh, Mensch. Dann mache ich noch Flecken. Okay, ich halte mal hier noch ein bisschen. Ne, muss ich noch holen. So, und dann einfach so drüber. Weil das so eine glatte Fläche ist, ne, ist die so interessant. Verschmiert sich. Als ob es schmiert. Weil die saugt ja nicht, ne? Ist ja, legt sich ja die Farbe oben drauf. Aber dieser Zaubereffekt, ne, dass die richtige dann rauskommen. Muss gar nicht viel Farbe sein, sondern Hauptsache, dass man das erstmal, ja, ist schön geworden, ne? Ist auch so eine Idee von der Barbara Gray. Und dachte ich probiere es mal aus. Ja, so mit. Guck mal, hat man so ein Hintergrund geschaffen, ne? Ja, finde ich. Ist hübsch. So, das muss man trocknen. Oh, ja, so. Guck mal, da kann man noch ein bisschen echt so. Aber später kann man das auch ein bisschen noch polieren sogar, ne? Dass diese ein bisschen noch besser zu sehen sind. Ah, das ist die eine. Und dann hatte ich noch eine vorbereitet. Und die möchte ich mal eine weitere Farbe machen. So, ich habe mir jetzt so eine noch rausgeholt. Das ist aus meinem Bestand, ne? So, das ist dann Steson, ne? Stehfarbe Violett, ne? Und dann werde ich mir auch das noch
Aber mit diesen kleinen, das kann dauern dann. Ne? Ah, ja. Obwohl man könnte es auch so, ach guck, verliert die Borsten. Könnte auch so flächig, so einzeln gemacht werden, aber ich mache mal, ich versuche das. Aber ja, es ist schon besser getrocknet, guck mal. Die kommen richtig schön durch. Weil bei dem ersten hatte ich nicht so viel Geduld. Naja, okay. Und wie gesagt, das ist nur eben einmal mit Versamark drauf gestempelt. Trocknen lassen einmal, ne? Und dann ja, kann man das auch ohne Embossing Puder oder Embossing Pulver, ne, da heiß embossen, kann man das auch so noch weiter wischen und diesen Effekt bekommen. Es ist so wie geschützt, ne, die. Die Farbe ist, als ob da so eine Maske drauf ist. Jetzt so ein Film, ne? Und ja. Naja, da ist auch interessant, ne? Diese Wischflecken. Wie so ein fleckiges Muster bei mir. Aber ja. Ich mir verreiben und dann kommt es besser durch. Das kann man dann noch polieren. Jawohl. Ja, mit dem großen wäre es ja besser, klar. Dann habe ich eben die zwei Varianten, ne? Hier ist Latte und hier ist Violett. Ja, auch nicht schlecht. Hier so ein bisschen verschwommen, aber es muss noch ein bisschen trocknen. Und dann kann man das noch ein bisschen polieren. Einfach mit so einem Papierküchenkrepp, ne? So, und somit kann ich es richtig polieren. Guck mal, ne? Ist richtig so ein. Ich glaube, das Papier, so ein Papier heißt auch noch Keramikpapier, heißt es bei La Blanche, ne? Ähnlich auch dieser Struktur und diese Herstellungswahrscheinlich Verfahren oder wie sie das, ne? Die Qualität. So, und dann nehme ich mir das zweite. Ich hoffe, das ist auch trocken. Drehe ich mal das Papier ein bisschen und werde mal auch das noch ein bisschen schön polieren. Und ja, ich finde, der Effekt ist echt schön. Komm, guck, geht gar nichts ab. Und ja. Okay, so. Das ist doch was, ne? Wow. Einfach hier Versamark gestempelt. Ach, guck mal, wie. Das sieht ja aus, ey. Muss ich mal auch ein bisschen mit dem, wie heißt das? Alkoholtuch mal drüber. So, Versamark und dann eben wischen, ne? So ein Verfahren. Ja, Farben, da kann man wählen, was man möchte. Weil ich hatte diese. Die Stress Inks probiert, ja, es geht, aber die sind so ein bisschen zu nass, ne? Und ja, hatte noch ein bisschen drüber stempeln wollen. Ja, das war auch mein Ziel. Jetzt möchte ich auch da noch ein bisschen noch mit der Farbe noch drüber stempeln oder mit eventuell vielleicht noch was drauf stempeln und embossen. Ja, mit denen kann man auch weiter dann arbeiten noch, ne? Deswegen ist erstmal das
soweit jetzt geworden. Okay. Dann mache ich erstmal Schluss und demnächst zeige ich noch ein paar weitere so Ideen, was ich noch mit den Hintergründen noch weiter dann rausbekomme oder noch ja doch schaffe. So, dann danke fürs Zuschauen. Tschüssi.